Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Du bist gerade beim Tapezieren oder Vorrichten und möchtest beim Malern mal eine Pause machen. Und da ist guter Rat teuer. Wie mache ich das, dass meine Malerrollen hier mir nicht eintrocknen? Und wie das geht, siehst du in einer neuen Folge von Yoga klärt's. Ja, heute gibt es mal wieder was aus dem Heimwerkerbereich. Ich bin gerade beim Vorrichten jetzt bei uns hier und beim Malern. Und wenn man so malert, sind ja dann immer die Malerrollen und Pinsel und so weiter immer mit Farbe, immer behaftet. Ja, und wenn wir da einfach mal Pause machen und unsere Rollen und Pinsel mal kurz aufbewahren wollen, ist es immer eine schöne Sache, wenn die nie eintrocknen, weil die Farbe trocknet immer sehr schnell ein, also Wandfarbe neigt zumindest dazu. Und diese Variante, die ich euch heute aufzeige, funktioniert auch über Nacht. Also könnt ihr auch mal eure Rollen über Nacht lang liegen lassen. Also zumindest mache ich das dann und tue die jetzt nicht immer sofort wieder pingeligst reinigen, weil das ist wirklich, solche Rollen reinigen ist wirklich ein bisschen eine nervige Angelegenheit. Und von daher versuche ich dann immer so weit wie möglich diese Geschichte hier zu umgehen. Ja, und wir benötigen dafür einfach gar nicht viel, sondern nur so einen Müllsack hier. Das sind jetzt bei mir solche Abreißmüllsäcke, die sind von etwas kleinerer Größe. Größe ist egal, die ihr da verwendet. Und ich nehme dann einfach quasi so einen Müllsack und kann jetzt hier meine Malerrolle hereinstecken. Diese auch. Und meinen Pinsel natürlich auch hier mit rein. Kann das jetzt dementsprechend hier rum verschließen. So, kann ich das machen. So, und das machen wir mit der zweiten Rolle natürlich auch. Stecken wir auch hier rein. So, tun das hier schön umwickeln. Und zu guter Letzt, wer da noch auf Nummer sicher gehen will, nimmt da ein bisschen Malerkrepp und kann das hier schön drum wickeln. So, und machen wir hier drüben auch so. So, fein. Ja, und da wir jetzt hier unseren Müllbeutel schön verschlossen haben, entsteht jetzt hier drinnen ein feuchtes Klima. Und dieses Klima verhindert, dass unsere Pinsel und Malerrollen hier antrocknen. Also sie bleiben immer frisch. Das funktioniert auch über Nacht. Mache ich gerne über Nacht, wenn ich da meine Arbeit unterbrechen muss und kann am nächsten Tag sofort wieder mit der Arbeit fortsetzen. Ja, damit sind wir jetzt auch schon wieder fast am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte mal jemandem was Neues aufzeigen, wie man Pause machen kann beim Malern oder mal seine Malerrolle über Nacht lang wunderbar aufbewahren und nicht immer super sauber auswaschen muss. Und wenn das Video euch gefallen hat, zeigt es bitte mit einem Like nach oben. Und wer immer noch kein Abonnent meines Kanals ist, kann es jetzt rechts unten nachholen. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder, wenn es wieder heißt Jörg erklärt's.